Ich bin Kaya Gruber, ich bin 25 Jahre alt und ich mache jetzt gerade eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme beim Marinearsenal Wilhelmshaven. Ich wollte erst nach der Abitur ein Studium machen zum Elektrotechniker. Aber das hat mir dann nicht ganz so gut gefallen. Ich hatte es dann abgebrochen und nochmal einen anderen Studiengang versucht. Den hatte ich aber dann nach 3 Jahren auch wieder abgebrochen und habe dann gesagt, ich mache jetzt eine Ausbildung. Der Hauptgrund war, dass ich in der Nähe der Familie bin und dass ich auch eventuell dann bei der Familie wohnen könnte, was ja die Kosten reduzieren kann. Die Ausbildung macht mir momentan sehr viel Spaß. Vor allen Dingen, weil wir mehrere Auszubildende im gleichen Lehrjahr sind, was auch dazu hilft, dass wir untereinander miteinander reden können, darüber reden können, uns gegenseitig helfen können und auch mal ein bisschen Spaß haben können währenddessen. Ich hatte grobe Ideen. Zum Beispiel hatte ich überlegt, ob ich vielleicht nach der Ausbildung dann noch ein drittes Mal versuche zu studieren, diesmal aber natürlich mit dem Vorwissen von der Ausbildung, was das Studium dann vielleicht auch erleichtern kann. Ich hatte aber auch eventuell überlegt, meinen Techniker zu machen danach. Ich habe mich für das Marinearsenal entschieden, auch weil das, was sie hier zu bieten hatten, von dem, was ich wusste, es sehr ansprechend klang. Ja, also eigentlich wurden meine Erwartungen sogar übertroffen. Ich habe hier sehr viel Spaß, ich lerne hier sehr viel und die Ausbilder lassen sich auch genug Zeit, wenn man Hilfe braucht, um das alles so lange zu erklären, bis man es verstanden hat. Ich würde auf jeden Fall den Leuten, die jetzt ihr Abitur machen, empfehlen, wirklich zu entscheiden, ob sie danach direkt in ein Studium gehen wollen, wo sie viel Theorie und viel Lernen haben oder ob sie vorher doch mehr Wissen sammeln wollen über eine Ausbildung, vielleicht sogar am besten zu dem Thema, was man überlegt hat, zu studieren, um da schon mal Vorwissen und Berufserfahrung zu sammeln. Ich würde halt wirklich nochmal sagen, dass man sich, auch wenn man ein Abitur hat, nicht auf ein Studium festlegen muss, sondern dass eine Ausbildung auch eine legitime Art ist, nach dem Abitur weiterzumachen. Und man hat dann trotzdem später noch die Möglichkeit, sich vorzubilden mit einem Studium, wenn man das denn dann möchte.